Offensichtlich können wir nicht mehr Spin Auto Corruption hier machen, ey. Ich hab keinen Bock mehr. Wir spielen was Neues. Ich werde ein Video machen, aber einfach nur, wo ich meine Idee erkläre, aber nicht, dass ich das irgendwie empfehlen würde. Finde ich sehr schade, aber so ist es halt. Wir fangen neu an. Nuestro Voitus. In the beginning, there was darkness. Das ist mir jetzt hier zu frustrierend. Sieht schon chillig aus, der Playstyle, gibt es einen Guide-Link dazu. Du kannst ausreichend ein Bild machen. Da kommst du zu einer Skillung von vor 3 Tagen. Aber es ist halt schwer, das zu empfehlen. Es macht halt. Oh, jetzt muss ich mein Muskelgedächtnis ändern. Jetzt wollte ich Rechtsklick drücken für die Nova. es ist halt irgendwie in dem Setup schwer zu empfehlen. Vielleicht gehe ich da nochmal komplett drüber und baue es um und so. Dann kommt halt erstmal kein Video. Ich weiß noch nicht. Ich muss mir mal Gedanken machen. Ich mache mir morgen früh Gedanken darüber. Morph, ich grüße dich. Vielleicht müssen wir doch auf diese Channeling-Sache gehen. Aber jetzt haben wir schon so viel Cast-Speed überall, dass das halt auch wieder jetzt Quatsch ist. Dann würde die Ausrüstung auch so krass ändern. Und dann brauchen wir halt auch so einen Mana-Regenerator und das ist ja auch nicht mein Spielstil. Moin Morph Morph, was ist denn hier los? Morph und Morph Morph. Mein Gott, die halten aber auch aus, ey. Ist ja eine Morph-Versammlung. Eine Morph-Sammlung oder was? Wirbelwind! Das war eine Ultra-Damage hier, muss ich sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Das kannst du machen, ja. Online sollte jetzt gehen. Also, man hat vielleicht ab und zu mal noch so längere Ladezeiten. Eventuell. Aber sonst geht es eigentlich. Eventuell Erasing Strike, Marv. Aber wir spielen jetzt erstmal drauf los. Ich muss erstmal mir die Skills angucken und so. Erstmal gucken, was es so gibt. Und dann schauen wir mal. Was ist das eigentlich für ein Skill? Vengeance. If Vengeance successfully hits an enemy and you take a hit in the next 2 seconds, you will repost, taking his damage and striking at a nearby enemy. Okay. Ich habe leider immer noch ständig Disconnects beim Gebietswechsel. Okay. Aber ich sag mal, zum Großteil haben sie sich beruhigt, die Server. Sonst hätten wir, glaube ich, noch länger hier noch mehr Gemecker im Chat. Das war bislang jetzt nicht mehr so. So viel Gemecker war nicht mehr da. Mhm. Was ist denn hier für Damage? War das schon immer so krass? Brauchen wir erstmal nicht. So, der erste Punkt, Leute. Der erste Punkt. Melee für die Damage plus 1 klingt schon mal nicht schlecht. Bisschen Base Damage. Nehme ich erstmal mit. Kann ja Judgment empfehlen auf Level 62. Kann man das mit Void spielen? Ich würde gerne Void Knight spielen, glaube ich. Mal gucken, was wir haben. Wir haben einen Hammer. Kann man mal schön mit dem Hammer werfen hier.
Nein. Na, der nicht. Paladin habe ich schon gespielt. Was, du hast keinen Bock mehr auf Elemage? Nee, hat mich gerade zu sehr angekotzt. Hat mich gerade zu sehr angekotzt, irgendwie. Hat mich genervt. Es ist so schade, dass der Böd halt nicht so geil ist, wie ich dachte. Wie ich erhofft hatte. Weil das klang halt so geil. Wir hatten so einen guten Helm und alles. Und dann ist es aber am Ende trotzdem nur ganz nett. Und kommt nicht mehr auf 200 Corruption so richtig. Das irgendwie. Boah, das ist mir gerade so enttäuschend. Level 4 schon? Haben wir schon Level 2 angefangen oder was? So. Was kriegt man als nächstes? Rive? Javelin? Void Cleave. Das klingt auch schon eher nach einem Skill für mich. Ach, hier ist Erasing Strike. Ah. Kannten das ja. Iron Blade, was ist Iron Blade? Okay, interessant. Was ist hier oben? Mhm. Sehe ich nicht. Vielleicht nehme ich doch erstmal Warpass. Ganz easy Warpath mitnehmen. Oder Hammer. Aber wir haben schon Hammer gespielt eigentlich. Lass mal wirbeln. Zumindest jetzt noch. Gibt ja noch vieles mehr zu tun an Builds, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Brudi, lass mich mal bitte, lass mich mal spielen, ja? Brudi, du musst mir jetzt ja nicht 50 verschiedene Sachen aufzählen. Ich spiele einfach mal und dann gucken wir mal. Ist das okay für dich? Holst du das Easter Egg in der Bärenhöhle? Nee, wozu? Moin, Cypher Dragon. Also, warte mal, jetzt kommen wir auf. Ne? Wirbeln. Jetzt können wir mal auf Rechtsklick legen jetzt, ja? Machen wir das dahin. Natürlich über Nahkampf unfreundlich, wie wir das kennen von diesen Spielen. Nö, tatsächlich brauchen wir das nicht. Das ist ein besseres Schild. Es macht einfach alles Spaß. Das ist das Geile an der Epoch, ja. Moin, Tiffany! Für was macht es Sinn, den Arena Key zu verwenden? Es ist einfach nur eine andere Beschäftigung. Eine andere Art des Monsterschnetzens. Wenn du Prophezeiungen hast, die in der Arena stattfinden, kannst du ihn verwenden.
Wollte ich gar nicht reden. Haben wir eigentlich irgendwas? Kann ich mal gucken. Was ist denn das hier? Multi-Strike und Smite. Hm. Wir haben so viel Zeug, ne? Müsste ich mir eigentlich alles mal angucken. Aber ich bin auch faul. Das kann ich jetzt schon anziehen. Less Block Effectiveness. Dodge Rating. Dodge Rating for each hit you have blocked recently. Mario Level 15. Level 15. Da haben wir doch vielleicht was zum Anziehen. Ist doch schon mal nicht schlecht, was das hier. Ah ja. Und das heißt nicht gerade. Okay. Das wird auch nicht besser als der Mage. Was ist das für eine negative Einstellung hier? Hast du einen schlechten Morgentöftel? Was ist los mit dir? Moin, Machiavelli. Beim Durchgehen der Videos ist mir aufgefallen, dass du ja gar nicht so weit weg von meiner Heimatstadt herkommst. Mir kam dein Dialekt bekannt vor. In der Osten halt, Sachsen-Anhalt. Moin, Bolek. Was ist der Plan für den nächsten Bild? Irgendwas Void Knight-mäßiges. Ich glaube, ich will mal Erasing Strike probieren. Aber keine Ahnung, wir spielen jetzt erstmal drauf los und gucken. Probieren mal so ein paar Sachen aus. Diese Mana-Kosten sind wirklich eine Katastrophe, ey. Das sieht doch gut aus. Spin to win. Ja, aber das war tatsächlich mein allererster Charakter, den ich jemals gespielt habe in Last Epoch. Void Knight, Spin to win. Aber so schon mal 3-4 Jahre her. Und eigentlich mag ich es, aber irgendwie will ich es gerade nicht spielen. Also jetzt schon gerade noch zum Leveln, aber nicht auf Dauer. Nicht auf Dauer, glaube ich. So, Rive. Wird direkt ausprobiert. Was ist jetzt hier der große Unterschied zwischen dem? Health. Ein Speer. Okay. Wife ist irgendwie auch ganz geil. Moin, anderen Playoffs, moin, Cannabis. Void Knight ist Grape-Flavored Paladin. Okay. Ja, doch. Hm. Warte mal, jetzt habe ich doch irgendwie Bock auf das andere gekriegt hier. Warte mal, wie sieht denn der Baum hier aus? Also, man sagt denn das hier so. Mehr Area. Lesser Wits on Hit. Was ist das? Lesser Witted Enemies take melee damage over time. Okay. Mhm. I have these additional per point of dexterity if you're using a sword. Das ist mir ein bisschen zu. Wobei. Aber du musst mal halt eine Axt spielen, ne? Summon a forged weapon. Ignite. Attack speed. Strike 2 pulls enemies.
Detonate enemies. Detonate enemies. 30%. Da fühle ich mich ja eigentlich schon wohl. Oh, lass das mal machen, ja, Bock. Lass das mal probieren. Lass das mal probieren. Wir gehen mal hier hoch. Rücksichtslose Drehung ist ein Game Changer. Bei Spin to Win jetzt, oder was? Oder meinst du jetzt bei dem Skill? Rune-Master so tanken, das glaube ich fast gar nicht. Das Leveln war etwas anstrengend gegenüber Warlock, aber Endgame ist echt chillig. Spiele einen Lightning Ball Mage, der macht echt Fun. Ja, meiner ist nicht so tanky. Offensichtlich mache ich was Spezifisches falsch. Leute, ist gut. Herrgott, hier, was ist denn da schon wieder? Kann der mal seinen Vogel da wegmachen? Er hat wohl einen Vogel. Zauberstab kriegst du hier dafür. Ein Zauberstab. Mage tot? Ne, Mage hat mich frustriert. Der Runenmaster hat mich jetzt einmal frustriert. Da wollte ich jetzt was Neues spielen. Neue Waffe, neues Glück? Nö. Kein Glück. Warum? Weil ich nicht tanky bin und auch der Schaden bei mir nicht so geil ist. Ist alles so. Ja, bisschen schade. Ich habe Elemental Nova gespielt. Mit einer Level 31 Elemental Nova. Nur hat man vom Level 31 halt leider nicht viel gemerkt. Moin Loni. Was denn hier los, neuer Char? Ja, muss auch mal jetzt sein. Wir haben jetzt eine Woche oder so den gespielt, muss ich auch mal reichen. So, die Frage, ob wir das jetzt auch noch brauchen eigentlich. Ach, wir nehmen es nochmal mit. Der erste Char ist immer schlecht. Das war nicht mein erster Char. Nehmen wir mal mit, nehmen wir mal mit. Das ist ein besserer Helm.
Das ist ein besserer Gürtel. Moin, Chini. Cini Manu. Ich grüße dich. Chokua, danke für den Follow. Aber ich glaube, ich werde mir nochmal angucken. Ich werde mir mal so Runemaster-Builds angucken und gucken, ob ich da irgendwelche Gemeinsamkeiten bei den allen feststelle, die ich in meinem Bild nicht habe. Muss mal gucken. Irgendwo muss doch da bestimmt ein Fehler sein. Das kann doch nicht sein, dass der gar nichts aushält irgendwie. Nö, irgendwas Void Knight-mäßiges. Ich weiß noch nicht was. Unknown. Ich weiß noch nicht was. Das werden wir sehen. Ich spiele jetzt erstmal drauf los. Vielleicht spielen wir mit Erasing Strike, hätte ich ein bisschen Bock drauf. Auch mal gucken. Mal gucken. Ich spiele mal gern einfach drauf los und guck, was das Spiel mir dann nach und nach gibt. Stunning echt gut, ne? Das ist der dauerhafte Stunt hier. Der macht ja gar nichts mehr. Das ist natürlich nice. Ich werde in der Season noch einen Hammerdien machen. Dann habe ich genug zu tun mit meinem Warlock, Mage und dann noch Hammerdien. Ist auf jeden Fall auch eine gute Bildwahl. Hammerdien macht mega Bock. Beweg dich doch bitte einfach dahin. Irgendwie bin ich heute leicht gereizt. Irgendwie merke ich gerade. Irgendwie. Ich reagiere heute irgendwie leicht gereizt. Weiß auch nicht warum. Ist doch nicht passiert. Irgendwie ist heute was. Aber was? Was ist heute, Leute? Irgendwas stimmt hier nicht. Textspeed? Aber zu quitten ist halt geil, ne? Aber nur leicht, ist ein Dienstag, ja. Mit falschem Fuß auf dem Bett aufgestanden. Ja, gerade erst vor einer halben Stunde, vielleicht liegt es daran. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen warten sollen mit dem Stream. Rebook hier reinmachen. Was haben wir hier Schönes? Eine sehr langsame Axt. Meinen roten Morgenrock anziehen, hebt die Stimmung. Ja, vielleicht besser so. Noch keinen Kaffee gehabt, ich trinke keinen Kaffee. Aber ich habe hier meinen schönen Tee.
Gehen wir auch einen Tee machen. Gönn dir. Damit wir uns hier alle mal so ein bisschen beruhigen. Ne, Sheet Bash ist nicht Sheet Rush. Sheet Bash ist was anderes. Hä, was war los? Ich hatte Werbung. Nichts war los. Was soll los sein? Hier war nichts los. Absolut nichts. Hier ist absolut nichts los. Aber dieses Spiel hat oft diese Dreier-Skills, ne? Wo du so 1, 2, 3 und der dritte macht immer mehr Damage. Das hat das Spiel irgendwie sehr lieb. Das macht das öfter. Wir können jetzt schon mal einen Filter hier machen. Nur, dass wir noch das hier rausnehmen. Was habe ich denn hier versteckt? Ah. Nee, das machen wir auch mal raus. Ich will eigentlich erstmal nur die magischen weg haben. Das reicht mir schon. Weniger Damage taken. Ist immer gut. Nehmen wir mit. Würde mal E drücken, aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. So ein bisschen Leech. Ich meine, wir nehmen jetzt diese Explosion mal mit, aber die Explosion wird halt nicht viel machen. Aber wir nehmen die jetzt mal mit, einfach nur um zu gucken, wie sie es anfühlt. Was, es kostet noch Mana? Wenn die Gegner es mit dem kosten, das Mana? Das haben wir mal sehen. Ich hoffe, sie bringen mit der nächsten Season mehr Unix für mehr Bildvielfalt. Ey, das wird immer kommen, glaube ich. Wird bestimmt immer neue Unix geben. Ich hoffe, sie machen nicht solche Seasons wie die 4. Wir werden mal echt sehen, was da so... Also die nächsten werden sowieso ja generell einfach nur Content-Updates ohne jetzt Season-spezifische Mechanics. Die nächsten Updates werden ja sowieso für alles gelten. Aber irgendwann kommt natürlich jetzt immer schön drauf an, was da genau kommt. Ne? Das muss halt cool genug sein, dass sich die Leute sagen, oh, da gucke ich nochmal hin jetzt. Da fange ich nochmal an, da spiele ich nochmal. Da bin ich sehr gespannt. Aber ich habe auch so erstmal noch genug Sachen, die ich ausprobieren will, die ich noch spielen will. Ich habe erstmal zu tun, sagen wir mal so.
Ja, bin ich auch gespannt. Vor allem halt, was für Content. Also, wir haben ja, wissen wir ja schon, Uber-Bosse kommen. Krasse, krasse Varianten von Bossen. Für eure Omega-Builds. Damit die auch noch was haben zu spielen. Aber es wird bestimmt dann auch regelmäßig so neue Dungeons geben und sowas. Mit auch neuen Dungeon-Mechaniken. Müssen die eigentlich immer aus meiner Reichweite raus? Fast so, als würden die das mit Absicht machen. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Skill. Buff persists after channeling. Aber wie lange? Equal to half duration of channel. Ah, okay. Ja, wir werden sowieso alles nochmal weghauen. Da können wir auch die Sachen mitnehmen. Was ist denn das hier schon wieder für ein Heckmeck? Es ist so krass, wie viel Drop, wenn man direkt im Circle ist, ey. Das ist auch schon irgendwie heftig. Throwing Damage. Machen wir doch aber nicht. Moin Lemon, was geht? Ich muss sagen, die Bosse, die hier mehrere Phasen haben, finde ich extrem geil. Ich hasse Phasenbosse. Ich hasse Phasenbosse. Phasenbosse sind beim ersten Mal richtig geil und danach nerven sie einfach nur noch. Akt 9, Marv. Anfang Akt 9. Phasenbosse werden dann interessant, wenn der lateinische Chor anfängt zu singen. Auch, ja. Ich hasse Einkaufen, ich bin dafür, dass Einkaufsmärkte in der Schulzeit Kinder und Jugendliche nicht im Einkaufsladen lassen. So schlimm, ja. So schlimm. In der Zeit zwischen 8 bis 13 Uhr. Ein Kaufhaus für Erwachsene. Wünschst du dir? So, jetzt haben wir Shield Rush, das ist auf jeden Fall schon mal angenehmer. Mehr Damage. Muss noch ein Punkt rein. Okay.
stand gerade 20 Minuten an der Kasse. Am Morgen, wo eigentlich kein Mensch einkaufen geht. Ich sehe, du bist ein sehr ungeduldiger Einkäufer. Für dich kann es nicht schnell genug gehen. Ich bin da ja nicht so, mir ist immer alles egal. Ich stehe dann da halt rum. Aber ich muss sagen, es hieß ja irgendwie, die haben diese Nahkampf-Sachen irgendwie nochmal verbessert. Ich merke keinen Unterschied. Ich merke keinen Unterschied zu vorher. Es fühlt sich für mich exakt gleich an. Du musst auch dort hin, wo eine Kassiererin ist. Nice. Nice. Das höre ich ungern als Einzelhandelskaufmann. Jetzt melden sich hier die Leute. Ach, jetzt muss ich immer gedrückt halten. Einkaufen vor Ort habe ich mir abgewöhnt. Ich kaufe alles gemütlich übers Internet ein und lasse mir es bis zur Wohnungstür liefern. Auch eine Möglichkeit. Man kann es sich ja auch quasi bestellen und dann einfach nur noch abholen. Bei Rewe, dann musst du auch nicht an eine Kasse, da hast du so einen Einzeleingang, wo du es dir abholen kannst. Das geht ja auch. Man hat mehrere Möglichkeiten, diesen Einkaufsstress zu umgehen. Ungeduldige Rentner sind die geilsten. Oh ja, wenn im Nachhinein schon so, du hörst es so hinter dir, wenn die irgendwie nochmal von der Kasse weg müssen oder so, weil jemand, keine Ahnung, vergessen hat, was zu wiegen oder was weiß ich. Ist auch egal. Wenn die auf jeden Fall nochmal gucken müssen. Und dann hörst du es immer so. Oh. Als ob die so viel zu tun haben. Bleib mir einfach mal galant stehen. Dreist, wie ich bin. Da bin ich jetzt nicht stehen geblieben. Das war dann doch zu gefährlich. Ist das besser als Diablo 4? Ja. Da bin ich mit 30 ein Rentner. Bist du auch so? Oh, jetzt geht ja nochmal von der Kasse weg. Ich hab doch nur drei Sachen. Zwei Bananen und Frischkäse. Das Spiel will mich treuen, finde immer nur Sachen für andere Builds, wie nun mit dem Gürtel auf plus 1 Meteor. Ja. Das ist ein Zeichen. Unknown, das ist ein Zeichen. Gestern stand ich auch an der Kasse, wo es katastrophaler war. Da hatte kaum ein Mensch an der Kasse Platz. Wenn ich sehe, es ist zu voll an der Kasse, packe ich meine Sachen wieder und gehe. Okay, krass. Du hast schon sehr hohe Ansprüche auch so ans Einkaufen gehen einfach. Holy shit, Kanawa. Das ist natürlich schon, das ist nochmal eine andere Nummer. Das hat nicht mehr viel mit Ungeduld zu tun. Das ist schon heftig. Moin, Skyhawk. Ja, die letzten Schritte sind gemacht. Wir können mal den Titel ändern, hast du aber eigentlich recht.
Neuer Bild. Keine Ahnung, was. So. Ist er 100? Nee, ist er nicht 100. Ich hab frustriert aufgegeben. Ich hab frustriert aufgegeben. Ach, schön, dass du denkst, dass der 100 ist. Aber 95. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde nochmal umbauen. Ich glaube, ich mache doch noch kein Video. Ich werde den umbauen. Weil das will ich irgendwie. Das ist, da würde ich mich selber schlecht fühlen, wenn ich da jetzt drüber irgendwie ein Video mache. Das macht halt einfach keinen Sinn. Den bauen wir irgendwie nochmal um. Ich muss mir mal angucken, wie ich da ein bisschen Tankiness reinkriege. Was da so die gängigen Methoden als Rune Master sind. Was ist denn mit denen? Können die mal nicht sich verbuddeln? Diese Reichweite ist aber auch schon wieder echt ein bisschen anstrengend, ey. Können wir mal irgendwie... Warum ist Melee eigentlich in diesen Spielen immer kacke? Viel Shield auf jeden Fall. Ja. Gibt's Multiplayer? Ja. Melee habe ich aufgegeben, nachdem ich mich an Monolith-Lagern versucht habe. Oh Gott. Das wird auch wieder was. Midi stinkt. Ja, da habe ich doch jetzt schon richtig viel Spaß wieder. Mensch, da freue ich mich auf das, was da kommt. Und dann ist auch alles Fernkampf und dann kann man sich nicht so hinrollen. Alles irgendwie mäßig. Pala kann später fast unkaputtbar werden, aber Pala habe ich schon gespielt. Man muss ja mal neue Sachen probieren, oder? Hammerthrow ist aber kein Mini. Ich bin sauer, ich auch. Warum bist du sauer? Nach Spin to Win? Nee, habe ich nicht so viel Bock drauf. Also Spin to Win fühlt sich immer gut an, ich weiß, aber kann ich immer dasselbe spielen. Also habe ich es ja auch schon mal gespielt. So, was ist als nächstes hier? Cool, ich kann gespielt für Movement Skills. Damage. Bisschen Strengths und Resistances. Bisschen Block. Attribution. Mhm. Na, machen wir das hier mit. I understand. So, was machen wir hier? Armor, Elemental Damage taken. Persists after channeling. Kann man mir Tipps zu Lagern geben? Spielst du Fernkampf, Vanya, oder bist du Nahkämpfer? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Jetzt, wo du es sagst. Noch nie drüber nachgedacht, aber ist ja wirklich furchtbar.
Nee, ich bin, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwie habe ich heute schlechte Laune. Ich weiß es nicht. Irgendwie fühle ich mich heute komisch. Vielleicht sollte ich wieder ins Bett gehen. Ich bin ein bisschen hell hier gerade schon wieder, ne? Bisschen zu hell hier. So. Können wir noch ein bisschen verbessern jetzt? Ja, ne? Nee, noch nicht. Mit Level 15 haben wir auch das nächste Schwert. Das ist ja dann schon wieder besser. Ja, wo bin ich denn hier eigentlich? Bin ich hier richtig? Was mache ich denn hier? Warum ich habe noch nicht mal eine Quest. Wieso habe ich denn keine Quest? Irgendwas falsch gemacht? Mich irgendwie gerade alle. Keine Quest. Lagern war für uns alle schwer, aber wenn man mal den Rhythmus raus hat, dann kein Ding mehr. Das unterschreibe ich sowas von sehr. Ich hatte damals auch immer, jedes Mal, wenn Lagern kam, ich so, oh, jetzt muss ich den machen. Aber mittlerweile ist es so, ja, mache ich halt. Moin, Kollege Error. So einen richtigen Totembild gibt es anscheinend nicht, der gut spielbar ist. Doch, Thorntotem Schamane ist doch immer das Ding gewesen. Aber hier war ich doch schon, habe ich irgendwas vergessen hier? Stop him? Das habe ich doch aber gerade schon gemacht, oder bin ich blöd? Hä? Hä? Leute, was ist hier los? Warum muss ich es jetzt nochmal machen? Ich bin irgendwie falsch abgebogen, oder? Hä, was ist denn hier heute? Was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Träume ich hier gerade noch? Seit Samstag? Wahrscheinlich. Ey, was stimmt hier nicht? Hast nicht getroffen. Zero Damage Tank Build, bislang, ja. Aber wir müssen auch hier die Quest zweimal machen. Ist irgendwas stimmt doch hier nie, oder?
Leute, hier ist irgendwas kaputt. Jetzt ein Hammer, den habe ich schon gespielt. Wir werden irgendwas Void Knight-mäßiges spielen, aber ich weiß noch nicht was. Aber erstmal müssen wir hier vorankommen. Ich habe es kaputt gemacht, ja. Och, was ist denn jetzt? Jetzt, nee. Ich wollte entspannt, wollte ich hier ein bisschen rumspielen. Jetzt ist es verpackt, oder was? Nee, ich hab den schon zweimal gestoppt. Mir reicht's langsam. Ich bin gefangen im Loop. Ich kann nur noch den Boss machen. Soll ich mal rausgehen? Als ich gemerkt habe, dass der eine auf der Treppe nicht hitten kann, außer mit dem Kreis, mache ich dann immer da. Ja, das geht aber auch nur, wenn du halt nicht Nahkampf bist, sonst hast du ja nicht die Reichweite. Aber ich habe den, das wurde mir auch gesagt, MacMurks, und dann habe ich den da auch gemacht. Autobomber? Ich weiß es noch nicht, mal gucken. Wenn man ein Totembild spielen möchte, nimmt man als Subclass den Charmy, oder? Schon, ja. Täglich grüße das Moment hier. Otto, ich grüße dich. Ach, guck mal. Also, wenn man in Loop gefangen ist, einfach mal das Spiel neu starten. Wir holen uns mal den Wegpunkt. Sicher, sicher. Ah, ist schon okay. Moin, Hackdicht. Schon wieder verdächtig wenig Damage hier einfach. Kannst du mal irgendwas drauf machen? Tech Speed? Das haben wir hier so. Das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Das können wir mitnehmen. Ja. Ja, ja, ja. Moin, Nesa. Ich danke euch auf jeden Fall für die schnellen und freundlichen Antworten. Das hilft sehr. Bitte, bitte. Dafür sind wir hier bekannt. Hoffe ich zumindest. Dass wir hier schnell und freundlich helfen. Moin Black Dave, hat jemand Tipps für Rail? Mein Necro und die Diener schaffen den nicht. Verrecken wir bei den Kreisen, bin ich zu langsam. Ich kenne nur mal die Namen der Bosse nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Boss ist. Ich muss mir gerade aus meiner Vorratskammer Kinderriegel rausholen. Das beim Einkaufen hat mich so sehr gestresst. Frustessen! Kenne ich aber. Moin, Billy. Lass die Bank hat den Family Share deaktiviert. Echt? Das ist natürlich schade. Glaube ich. Was macht Family Share genau? Dass es dir einmal kaufen musst und dann. Und dann was? Danke für die Tipps für Lagen, hat geholfen. Siehst du, so einfach geht's. So einfach geht's. Wegen den Putz, okay.
Naja, ich habe keine Family, mit der ich das scheren wollen würde. Miau. Ah, ich würde gerne auch irgendwie mal noch Damage machen irgendwann. So ein bisschen mehr. Bleeding Heart? Lass mal ein bisschen Leech mitnehmen. Gucken, ob wir das merken. Mein Bruder hat das Spiel schon ewig, der hat es nie gespielt, hat es mit mir geshared. Okay. Spiel mal eben komplett auf dem Bruder seinen Account, okay. Naja. Dann muss ich die halt holen. Über meinen Nexus Shop. Aber gut, oder? Habe ich doch gut eingebaut, die Nummer. Wer nicht kauft, kriegt ein Loot in PoE. Ah, ist korrekt, ja. Ich darf nicht, die Frau sagt genug für die Monat fürs Games und so weiter ausgegeben. Okay. Wenn das so ist, muss man das wohl so akzeptieren. Ich will jetzt erstmal mehr Schaden machen, ja. Die Explosion, das ist... Das war irgendwie geil, aber es wird sich eh nicht lohnen. Mach heimlich. Kriegt keiner mit. Diesmal wird es noch teuer mit Dragon's Dogma. Kommt das diesen Monat schon raus? Alter Schwede. Wir werden aber schon mit Spielen beschossen ohne Ende. Kann das Sinn? Na. Ende März fängt neue PoE League an, hier wird kein Dogma gespielt. Ja, das Problem habe ich auch. Ich finde ganz schön viele Sachen mit Throwing-Zeug. Vielleicht hätte ich doch Werfer, Hammerwerfer werden sollen hier. Alles voller Throwing. Wieso nehme ich denn das eigentlich nicht?
Ne, 15 muss man sehen, ne? Okay. Man kann nie genug Geld für Games ausgeben. Naja, Dragon's Dogma gucke ich mir erstmal an. Ich habe den ersten Teil auch nie so richtig gespielt, nur mal nur so angespielt. Das ist jetzt kein Pflichtkauf für mich. Da wäre ich zum Glück so ein bisschen verschont. Wie ist eigentlich das andere Game, was auch so war wie Diablo? Ist auch so bekannt, aber vergessen wir den Namen. Path of Exile? Grim Dawn, ah, okay. Grim Dawn ist auch ganz gut, ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen älter schon. Aber das Beste ist immer noch Path of Exile. Als Mini merkt man erstmal, wie viel. Mein Gott, ich kriege nur die Kackschwerter hier. Wie viel Fernkampf es hier gibt. Alle bespucken mich von der Ferne. Ich bin gerade überlegen, bei einem neuen Char zählt vermutlich nicht der Bonus des höchsten Monats auf dem Account, oder? Nee, da muss man mal komplett von vorne anfangen. Die Monos sind immer wieder neu. Dieses Boah, wenn er sich so oft verhaspelt. Ja, es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Dragon's Dogma 2 ist dermaßen oldschool, da werden viele verzweifeln. Nur ein Safe, kein Questmarker, man muss alle mit allen reden, um zu wissen, wer was will. Begleitquest mit Belohnung nach Performance. Timed Quests. Quests schicken einen nicht an das Ziel, sondern beschreiben den Weg. Geh nach Nordosten und biege dann am Brunnen nach Westen ab, etc. Oh ja, ist aber auch ein bisschen cool. Ist doch eine schöne Abwechslung zu dem Einheitsbrei, was wir sonst so kriegen. Treppen kommt ja nicht klar hier mit dem Shield Rush. Treppen sind sein Erzfeind. Wegdrückt. Der drückt mich immer weiter weg. Aber wir haben gut Lebensdruck. Immerhin das. Wie die Wegbeschreibung zum Hauptbahnhof. Am Brunnen nach Westen. So. Es wird Zeit für Götzen. Mal gucken,
Vakuum ist doch schon ja nicht so schlecht hier. So, was haben wir jetzt bekommen? Health Gain. Warte mal. Multi-Strike. Ich glaube, ich habe schon mal mit Multi-Strike gelevelt. Das fand ich irgendwie angenehmer als mit Drive. Weil diese Armaments waren irgendwie gut unterwegs. Habe ich zumindest in Erinnerung. Die waren irgendwie gut unterwegs. Lohnt sich die Gilde überhaupt? Wenn du da im hohen Rang bist, schon eher, ja. Weil du halt Sachen kaufen kannst, das ist immer gut. Aber man muss halt erstmal hohen Rang kommen und das irgendwie Preischecken von Items, also dieses ganze Bazar-Ding ist noch nicht richtig durchdacht oder so, sondern es ist halt sehr mühselig. Sehr mühselig. Was ich so gehört habe. Der Zirkel wiederum macht recht Spaß. Der macht Spaß. Was kostet sowas da? Das kannst du nicht so pauschal sagen. Es kommt drauf an, was du haben willst. Und ich habe keine Ahnung. Ich spiele es ja nicht. Kannst du auch nicht in den Supermarkt fragen, was kostet der Supermarkt da? Was sind da so die Preise im Supermarkt? Lass mal kurz Multistrike probieren hier. Das braucht hier so ein... Hey, das fühlt sich ja mal übel viel besser an, warte mal. What? Das nur nochmal evaluieren hier. Na, jetzt wird's wieder genauso kacke. Irgendwie fühlt sich so ein bisschen cool an. Ich glaube, wir bleiben erstmal bei Rive. Erstmal wird gereift. 3 Geld. 3 Geld, 50. So, noch mehr Leech. Increased Leech Rate. Nehmen wir mal. Was war hier? Achso. Bisschen noch mehr Health Gain. Warum nicht? Warum eigentlich nicht, frage ich. So, jetzt müssen wir nochmal da hoch. Ich verkaufe Goldringe für 3500 Gold und die sind binnen Sekunden weg. Besser als wegschmeißen für mich. Krass. Einfach so random Goldringe. Das ist ja cool. Ist ja gewusst wie. Werbung wieder da? Nein, Werbung Ende wieder da. Habe ich schon verstanden, Lemon. Ich sehe das ja auch, wenn Werbung kommt. Das ist schon merkwürdig auch. Aber irgendwie auch ein bisschen cool.
Das ist immer, die stellen sich immer genau richtig hin hier. Dass ich auch ja nicht rankomme. Das kann man auch irgendwie einstellen, ne? Aber eigentlich mag ich das nicht, dass er sich bewegt. Aber vielleicht ist das hier besser. Vielleicht ist das hier tatsächlich besser. Jetzt bewegt er sich nicht. Wo habe ich das hier gerade eingestellt? Da muss man nochmal neu drücken. Wenn man gedrückt hält, bewegt er sich nicht. Ach, Leute. Aber Shield Rush ist geil. Das macht Spaß. Moin Heigo. Moin Pfosten. Ist das Game auch für Casual Player was? Ja, schon. Also es ist ein bisschen komplexer als D4 so. Aber nicht so schlimm wie PoE. Man kann auch gut einfach mal drauf losspielen. Was bringt mir Orobis Blick eigentlich? Wenn du jetzt die Verderbnis erhöhst in diesen Monolithen, kriegst du direkt mehr Verderbnis. Je mehr Blick du hast, je mehr Verderbnis kriegst du beim Erhöhen der Verderbnis. Nur noch 2 Level, dann machen wir Schaden. Glaube ich. Ja, du musst ja erstmal den Ränge hochsteigen und du steigst Ränge auf, indem du Items reinstellst und Items kaufst. Damit erhöhst du deinen Ruf, deine Reputation. Punkt. Meint ihr, wir können hier stehen bleiben? Kritisch. Wenn die mal irgendwann aufhört wieder mit dem Strahl, dann nicht schon. Ah, wir haben gut Leech, das gefällt mir. Leech und Life und Hit. Das ist eine gute Kombo. Fun Fact, mit 97 hast du die Hälfte der an XP gegrindet, die du bis 100 brauchst. Boah, erkennt man doch. So, eigentlich reicht das jetzt, oder? Mal, was haben wir noch so? Stun Avoidance. Was ist denn das für ein Schwert, was wir hier gleich nehmen wollen? Ist das ein Zweihandschwert oder ist das ein Schwert mit Schild? Wo war denn das überhaupt? War das das hier? Ja. Das ist ein Zweihandschwert. Da brauchen wir auch keinen Block. Nehmen wir das einfach noch mit. Nimm dein Erskill, der ist besser.
Hackdicht. Kann ich bitte spielen, wie ich möchte? Gibt es da nicht Prophecies mit XP-Büchern finden? Nicht, dass ich wüsste, nee. Habe ich zumindest jetzt noch nicht gesehen. Dass du da irgendwie XP-Bücher droppst. Verdammte Medikamente, beim Spinnen eingeschlafen und vor der Wand festgehängt. Was? Ach, beim Spinnen! Oh Gott! Okay, verstehe. Mein Gott! Da muss man wohl erstmal drauf kommen. Wahrscheinlich kann ich auch stehen bleiben. Ne? Gelevelt habe ich mit Eisnummer, Delian. Gelevelt habe ich nur mit Eisnummer. Und dann, sobald ich den Helm anziehen konnte, bin ich auf alle drei gegangen. Also musste ja dann auch. Ich bin aber wirklich noch ein bisschen müde. Ein bisschen müde. Das ist so das Wetter. Das ist das Wetter, Leute. Deswegen bin ich so komisch drauf. Weil das so grau draußen ist. Der spinnt wohl. Der spinnt wohl. Kann er was spinnt? Okay. Armory. Let's go. Wir machen aber echt gar keinen Damage hin. Was ist denn das? Raubtiere gefüttert. Check. Frühstück. Check. Auf geht's zum fröhlichen Leveln. Sehr gut. Raubtiere gefüttert. Ich kenne auch gerne Raubtier. Level 15. Jetzt können wir unser Zweihandschwert nehmen. Weh, das bringt nichts. Oh, warte mal, kann ich kurz mein Zweihandschwert holen, bitte? Raubtiere gleich Kinder?
Kinder oder Katzen? Oder Hunde? Oder beides? Was wollte ich jetzt hier? Achso, ich wollte mein Schwert holen, genau. Das Schwert, bitte. So. Und jetzt bitte mal Damage hier. Wieso ist denn das hier drin? Ist noch irgendwas? Was ist denn das hier? Wandering? Ne, das ist nichts. Hier haben wir noch irgendwie so einen Quatsch. Brauchen wir auch alles nicht. Handschuhe. Warum nicht? Können wir auch die nehmen. You throw an axe at a nearby enemy every second while channeling Warpath. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Oh, wir könnten auch das nehmen. Ja, lass mal das nehmen. Können wir neue Sets drauf kriegen. Das brauchen wir auch nicht. Swipe spielen wir nicht. Okay. Was ist hier noch? Den können wir jetzt auch nicht mehr nehmen. Wir haben jetzt eine Zweihandwaffe. Hier ist noch eine Axt. Taste of Blood. Was mit Bleed. Hier haben wir noch einen Ring. Das ist Ward-Zeug. Ist das hier ein Gürtel? Necrotic. Ja, Walking-Gürtel, was ist das denn, ey? Besser als nichts. Gut. Damit gehen wir jetzt in den Kampf, Leute. Damit gönnen wir uns jetzt Kampf. Die Reihenfolge ist wichtig, sonst kann man nicht nur frühstücken. Stimmt. Katzen sind manchmal wie Kinder. Stimmt auch. So, jetzt ist ja Damage. Warum denn nicht gleich so? Und zack, macht das Spaß. Hätte ich gewusst, dass Damage Spaß macht, dann hätte ich das schon viel früher gemacht. Moin, Orenia. Jetzt muss es nur lange anhalten, der Spaß. Ist das eigentlich normal, dass wenn man mit Void Damage tötet, dass dann so eine komischen Kugeln kommen? Also das ist cool. Schon cool. So, bei dem muss ich wieder aufpassen. Ich komme ja nicht weg. Oh, das ist so nervig, dass man nicht da durchrennen kann durch die Gegner, ey. Was denken die sich denn dabei? Ja, das ist halt Midi-unfreundlich. Was soll ich denn jetzt machen? Warum ist man auch so langsam? Wenn man so an den vorbeischreddern will. Ich bin so derbe langsam. Das ist doch mal eine Brustrüstung, die sich sehen lassen kann. Wieso habe ich denn hier zweimal Mana drauf? Das brauchen wir noch nicht. Level of Multistrike. Jetzt müssen wir doch scheinbar Multistrike spielen. Offensichtlich doch Multistrike. Dann machen wir das. Wenn das Spiel sagt Multistrike, dann müssen wir das machen, Leute. Da kommen wir jetzt nicht umhin. Multistrike. Attack Speed. Maximale Stacks. Stack Duration. Mini Physical Damage per Stack. Ich glaube, Base haben wir jetzt für unser Level eigentlich gut genug, oder? Wir haben ja hier 30 und dann nochmal 40 Midi Void. Mensch, soll ich das mal angucken? Was gibt's denn hier drüben? It's replaced with a spear, which stabs in the, rather than slash. Okay. Additional Sword Attack on Kill. Mehr Schaden pro Armor.
Each additional sword is replaced with smite. Das ist ja auch cool. Ja, wenn wir Lust das mal ausprobieren mit diesen Sperren hier. Lass mal gucken hier. Lass einfach mal reingehen. Wie das ist mit den Sperren. Ich habe den Löffel jetzt sehr gut. Leider ohne LP, aber was bringt der mir jetzt? Vom Schaden ist der 25 weniger beim Spell. Na, der Löffel bringt ja erst mehr Damage, wenn da Debuffs auf dem Gegner sind, Orenia. Der bringt ja 6% mehr Schaden pro Debuff bis zu 8 Debuffs, also 48% mehr Schaden. Und dann halt die ganzen Debuffs noch, die auch noch dazukommen. Ich finde Holy Trail super ab 18. Oh, gucken wir mal. Es gibt keine Möglichkeit, einen gelben Eis im Lieder zu verwandeln, oder? Nein. Moin, Mitreas. Hast du eigentlich noch vor, den Wraithlord-Build zu zocken? Ich glaube nicht. Ich weiß jetzt nicht, was ich vorhab. Ich habe keine Pläne. Da ich den zudotte, seid ihr also krass abgehen. Ja, wie gesagt, bis zu maximal 8 Debuffs. Und ich meine, 5 oder so sind ja schon auf dem Zauberstab selber drauf. Also warte mal, jetzt haben wir ja auch Multistrike, jetzt müssen wir das auch verwenden. Schauen wir mal, wie sich das jetzt hier anfühlt. Achso, jetzt habe ich kein Shield-Dings mehr. Das ist natürlich ein Nachteil. Das ist natürlich ein Nachteil. Jetzt kann ich ja nicht einfach so rumsprinten. Okay, die Sperre machen aber nichts bei Bossen. Das ist ja auch irgendwie langweilig. Jetzt, wo ich das mal probieren will, kommt immer nur ein Gegner auf einmal. Das ist... Mann. Das ist mir jetzt hier zu langweilig. Guck mal hier mehr. Das war auch immer lustig. Natürlich ist der jetzt auf Void Resist. Da bin ich einmal auf Void gegangen, schon sind sie resistent dagegen. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Mouse-Over-Sachen im Crafting-Fenster auszuschalten, was die Nerven richtig sind teilweise verbuggt. Ich weiß nicht, ob man die ausschalten kann, aber ich weiß, was du meinst, dass die nerven. Mich nerven sie auch. Kommt mir drauf gerade die ganze Zeit. Throwing Damage. Ach, Leute. Irgendwie nütze ich den Skill nie. Was macht das jetzt hier? Warte mal. Sehe ich auch ja nicht die Sperre. Na gut, da brauchen wir vielleicht auch mal mehr Gegner hier. Genau, das ist wie man es will. Ich hab's ja auch gerade hier. Bei mir habe ich jetzt 6 Throwing Damage drauf bekommen. Und jetzt jedes Mal, wenn das aktiviert wird, also wenn ich Monster töte und Erfahrung kriege, dann geht ein Weaver's Will runter und ich kriege dafür entweder ein extra Stat noch ein, bis zu 4 Stats, oder dieser Throwing Damage wird jetzt geupgradet auf Tier 3. Das passiert so lange, bis der Wille alle ist. Moin Dio. Schade, dass Set-Gegenstände kaum bis gar nicht gebraucht werden. Aber daran wollen sie arbeiten. Wird dann wahrscheinlich auch mit dem nächsten Update kommen.
Uiuiuiui, machen wir doch Damage. Warum machen wir denn jetzt plötzlich wieder kein Damage mehr? Hey, ich hab doch jetzt hier schon so ein Schwert. Das ist doch schon Wellen besser als das, was ich hier sonst hätte. Ist ja immer so komisch verlangsamt wird, wenn der zu nah dran ist. Macht aber ordentlich Damage, ey. Warum? Und dann musst du mal raus und rein rennen. Melee unfreundlich. Na, stirbst du? Achso, ne, wir haben ja kein Multi-Strike, kein Rife mehr. Okay. Sag mal, das können wir nehmen. Wir haben ja noch ein paar Slots frei hier. Bisschen Kälteresistenz. Schon wieder neuer Bild. Oh Leute, weit unterwegs ist ja los. Das ist der dritte Bild jetzt seit nach weiß ich nicht wie vielen Tagen. Dio. So krass ist das, glaube ich, nicht. Doni Gorius, danke für den Follow. Vielleicht mal eine sinnvolle Attacke benutzen. Hacktich hat gesagt, ich soll Multistrike nehmen. Wenn der Chat sich nicht einig ist, was hier gut ist, dann kann ich euch auch nicht helfen. Aber erstmal holen wir uns jetzt eine Mastery. % increased melee void damage. Your melee attacks, throwing attacks and void spells have a 10% chance to be repeated by an echo. A raising strike. Das hat einen Cooldown? Auch noch petzen. Ja, natürlich. Wer hier schon Backseat gamed und dann Quatsch Backseat gamed, der muss outgecallt werden. So, wir haben uns jetzt hier eigentlich schon noch. Einer muss noch. Smite. So, jetzt haben wir hier einen Void Knight. Void Damage plus 2. Kommt denn hier noch? Throwing Void Damage, Melee Void Damage plus 3. Wir kriegen relativ viel Base Damage über den Baum. Das ist interessant. Critical Multiplier per Point spent in Void Knight. Oh, auch strong. Auch ziemlich strong. Ja, lass uns mal Damage nehmen. So, jetzt will ich mir aber diesen Baum hier mal angucken, was hier los ist. Erstmal die großen. Time Rot, Melee Damage versus 12 Stacks of Time Rot plus 100%. Mhm. Additional Charge. Mhm. Cool, Recovery Speed und dafür ordentlich Mana kosten. Hier haben wir die Echos. Mana Konsum per Echo 60. Dafür hat es no longer einen Cooldown. Ja, mal Void Beams. Okay.
Interessant. Mögen hier beim Händewaschen die Ärmel runterrutschen. Vermutlich kann er mir das Skill nicht selber triggern, aber ich kann den Cooldown ja wegmachen. Ich kann den Cooldown ja auch wegmachen. Moin RTF. Guten Morgen aus dem Homeoffice, Lurk. Das freut mich. Ich grüße zurück. Was hat denn das für Mana-Kosten? 30, okay. Noch mehr Base Damage. Okay, lass das erstmal probieren, wie sich das anfühlt. Wobei wir können dem, ganz ehrlich, das nutze ich sowieso nicht. Das können wir auch mal wegnehmen, ja. Lass da mal direkt rein, ich will da gucken. So, machen wir erstmal Cooldown Recoveries. Wie lange ist Cooldown? 5 Sekunden. Oder will ich direkt hier auf Damage gehen? Was ist denn hier eigentlich noch? Wir haben gerade ein Schwert in der Hand. Die kriegen wir nochmal Cooldown Recovery Speed. Wenn wir das mitnehmen. Wir ballen das mal hier rein. So, das packen wir jetzt hier mal hin. Jetzt gucken wir uns die Nummer mal an im Spiel. Beng Chui, ich grüße dich. Ich spiele das erste Mal und möchte mir einen Marksman machen. Jetzt bin ich Level 20 und wähle meine Meisterschaft aus. Laut Bildguide soll ich jetzt Falkner weiterleveln. Steht aber dran nur 5 Punkte und dann bei Marksman weiter. Kann ich die Meisterschaft nochmals wechseln oder muss ich da jetzt schon den Marksman auswählen? Du musst da jetzt den Marksman auswählen. Was das nämlich macht, ist, dass du jetzt, bei mir war es jetzt zum Beispiel Void Knight, ne? Ich habe jetzt den kompletten Void Knight Baum zur Verfügung. Du kannst aber trotzdem noch Punkte in den anderen Klassen machen, aber nur bis zu dieser Kette hier. Und mit der Meisterschaft, die du wählst, sprengst du quasi diese Kette. Das heißt, du kannst auch als Marksman dann noch Punkte reinsetzen in Falcon hier. Aber deine Meisterschaft wird wohl Marksman dann sein. Marksman. Da hab ich richtig meinen Dialekt wieder gehört. Der Marksman und der Falconier. So, wo muss ich hier hin? Nach rechts. Na genau. Na klar. Hallo. So, wenn das jetzt nicht knallt, du. Das ist bestimmt noch so eine ganz kleine Fläche. Jetzt ist mir so klar. Viel zu klein. Auch macht Damage. Oh, da war ein Echo. Naja, okay, doch, die Fläche ist schon größer als... Hier ist es andersrum. Hier ist die Fläche, sieht nicht so groß aus, aber gibt mehr Fläche, als es den Anschein hat. Und bei Elementor nochmal war es genau andersrum. Da sieht die Fläche größer aus, aber die macht nicht so groß Damage. Ja. Hä, verkehrt sich das sogar noch? Hat sich so verkettungsmäßig angefühlt gerade. Sieht schnieke aus, ja. Kommt der Ossi wieder durch? Ab und zu kommt er durch, ja. Moin, Martin. Dicker, ein Dicker. Holy shit.
Okay, doch, ich fühl's ein bisschen gerade. Jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir noch irgendwelche Skills haben, die irgendwie global das jetzt noch erhöhen oder so. Guck mal, hier mal was mit Void Cleave. Haben wir hier was mit Erasing? Nee. Wieso hat denn das eigentlich so... Achso, das ist... Das ist das Wort, das wird. Warte mal, was ist denn bei Void Cleave? Gibt's hier was mit Erasing? Was ist hier unten? If Void Cleave hits at least one enemy, your next Erasing Strike is always a critical strike. Mhm. Critical Vulnerability. Immer nicht mit Erasing, oder? Nein. Okay. Wir haben ja auch noch Skills, die nach irgendwann dazukommen. Combo-Skill. Naja. Wenn es soweit ist. Die Arbeit ruft und ich will ihr folgen. Schönen Tag noch. Sando, mach's gut. Viel Spaß auf Arbeit dir. Was sagst du zu das Epoch? Hat es viel Potenzial? Ja, Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Auf jeden Fall. Jetzt muss es nur noch genutzt werden, das Potenzial. The cultist. Ruhe. Ist denn das hier so leer? Ich fühle mich irgendwie alleine gelassen hier in diesem Gebiet. Hier sind nur zwei Spinnen. Bin am überlegen, es zu holen. Hab jetzt 3 Wochen Zeit. Hast 3 Wochen Zeit? Ja, dann holst du. Gerne über meinen nächsten Shop holen, Martin. Du wirst auf jeden Fall einige Stunden Spaß mit haben. Bis welchen Paragon bist du mit deinem Hammerding gekommen und wie war der Boss-Damage? Was meinst du denn mit Paragon? Corruption. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe den nicht allzu viel gepusht, weil es ja ein Starterbild sein sollte. Aber war alles super bis dato. Was ist denn für eine Reichweite eigentlich? Was ist denn hier die Reichweite? Na, ist schon gar nicht so schlecht. Da ist ein Diablo-Spieler. Wer ist oder war das nicht? Na, meine Diablo-Zeit ist mittlerweile 10 Jahre her. Also was Diablo 3 angeht.
hier ist alles Fernkampf, ey. Aber der Skill haut auf jeden Fall rein, das ist schon mal ganz nett hier. Das ist schon mal ganz nett. Aber ich will ein bisschen schneller haben. Von 5 auf 4,3 Sekunden, das ist schon mal ordentlich. Muss man immer noch gucken, wie das mit dem Echo ist, ne? Also wenn wir das dann, da kann man ja bestimmt auch irgendwie drum rumbauen, dass wir diesen Skill dann echoen, dass einfach mehrfach gemacht wird. Bessere Movement-Skill, ey. Ohne Schild ist das... Die müssen mit dem Movement hier irgendwie nochmal was machen. Irgendwie ist das nervig. Was waren jetzt hier eigentlich noch? Weiß ich auch nicht. Brauchen wir das hier alles noch? Max Deck? Nehmen wir. Die haben drei jede Season gemacht, seit Season 1 und die aktuellste nach 3 Tagen auch durchgehabt. D3 macht weiterhin viel Spaß. Dir, zumindest. Erst merken dann den Skill lieben. Naja, lieben jetzt mal eben nicht übertreiben. Es ist immer noch Mini und es fühlt sich immer noch nicht so geil an. Na, geh rein. Man kann Shield Rush umskillen, dass man kein Schild mehr braucht. Ja, das klingt doch mal nach einem Plan. Weil ohne kommt man ja nicht weit hier. Das macht ja sonst keinen Spaß. So, 3,8 Sekunden. Na, guck mal, wir können auch immer öfter hier. Immer öfter slammen. Mal gucken mit dem Mana. Oh, das sollte passen. Hä, warum gehe ich? Nee, doch, ich muss da hoch. Hat mal mit Healing Hands rumgespielt als Movement, aber die Range ist nicht so dolle. Ja, Shield Rush ist halt schon geil, weil dieses einfach so. Ich meine, an sich ist das auch cool, aber da muss halt immer ein Gegner sein, um dahin zu sprinten. Und manchmal ist halt kein Gegner da. Und dann läufst du da so durch die Leere. Ist ja auch irgendwie langweilig. Aber doch, ich sehe hier Potenzial bei diesem Erasing Strike. Wenn der Damage natürlich so bleibt, das wissen wir ja alle nicht. Ich habe auch Potenzial in anderen Sachen gesehen. Sag mal, ich kriege hier immer nur Throwing Damage.
Habe ich noch irgendwas anderes gehabt? Nee, ne? Es ist nur. Ich habe das jetzt hier viermal hintereinander abgegradet, oder was? Silves. Moin, Rikuria. Ich habe jetzt alle Moniten einmal durch. Jetzt kann man doch auf Level 100 wechseln. Ja. Wenn ich jetzt zu dem Altar gehe, passiert nichts. Oder bin ich falsch zwischen den drei Monolithen oben? Nee, das ist schon richtig. Da musst du hin. In die Mitte von den drei 90ern. Wenn du alle Monolithen hast, also alle Blessings hast und so, dann sollte da eigentlich wie so eine kleine Cutscene starten. Und dann musst du da in die Mitte auf das Ding klicken. Und dann solltest du eigentlich die Sachen freigespielt haben. Ich habe eine 200-Axt rumliegen, plus 300% Void Damage. Das klingt nicht schlecht. Aber die kriege ich bestimmt auch noch. Nehmen wir den Wegpunkt mit. Wobei, dann bestimmt ich nochmal hierher kommen. Ah, nehmen wir trotzdem. Wenn nicht, muss man das Spiel neu starten, Rikuria. Naja, Freddy und Hit ist nicht so schlimm. Machen sie noch weniger Damage. Das ist gar nicht so schlecht. Moin des Bares. Was sehe ich da? Ein neues Bild? Ja. Ich war heute leider ein bisschen frustriert. Mittlerweile hat sich meine Laune ein bisschen gebessert. Aber ich hatte einfach keine Lust mehr auf das Sterben mit dem anderen Bild. Und eben gestartet. Hm. Also ich hatte den Bug auch damals. Das ist schon länger her, aber ich hatte den Bug damals auch. Das ging ja mit irgendeinem Update aber plötzlich einfach. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht weiter. Ah, das ist die Szene. Das ist sie. Die Szene, die ich meinte. So ein bisschen die Frage, wie lange wir jetzt diese Waffe nehmen, ne? Also die ist schon nicht so schlecht. Dann noch Void Penetration dazu. Level 20. Return to the position you were 2 seconds ago. Reverting changes to your current health and mana since then. Boah, das klingt mir zu kompliziert. Das muss ich ja irgendwie timen. Jetzt haben wir noch einen Platz mehr.
Warte mal. Noch mehr Melee Void Damage. Was war hier oben? Aber nochmal Cooldown Recovery. Wo kommen denn hier die Rifts her? Warte mal. Ah ja, replaced by Void Rifts, okay. Der Void Rift macht auch Damage. Additional Charge ist eigentlich auch okay, oder? Wenn wir mit dem anderen Skill Time Rod irgendwie stacken können, dann können wir auch das mitnehmen. Wir haben manchmal nur so viele Optionen hier, das ist so krass. Nochmal Base Damage erhöhen. So, und Shield Rush, haben wir gesagt, können wir umändern, dass wir kein Schild mehr brauchen. Wo ist denn das? No longer requires Shield. Mana Cost plus 30. Das muss kein Damage machen. Das brauchen wir auch nicht. Health Cost hat kein Cooldown mehr, okay. So. Jetzt sind wir ja gut unterwegs. Ich dachte, ich bin blöd, aber danke dir nur gerne. Mit meiner Hilfe klappt das alles. Ich habe die ganzen Akte gebraucht, um zu checken, wie ich die Ballisten zum Explodieren kriege. Und was war jetzt das Geheimnis? Was war da jetzt das Geheimnis, das große? Kampfkeks-General. Lachpalme. Danke für die Follows. Diese Namen immer, ey. Wahnsinn. Na. Achso, noch nicht fertig oder was? Oh Gott. Jetzt habe ich den in Horror nicht gemacht. Bin ich an dem Horror vorbeigerannt oder was? Das ist schon wieder ein sehr intensives Leveling hier. Aber er ist auf dem Weg zu mir. Das ist gut. Komm her hier. So. Aber nicht gleich so. Aber jetzt sehe ich die Sperre auch mal. Das ist ja auch schon ganz cool. Das ist eigentlich auch ganz cool. Man kann immer nur zwei Ballisten spawnen und beim dritten Spawn despawnt der erste und explodiert. Also einfach die Ballisten spammen, dann explodieren die. Das ist quasi wie bei meinen Zombies. Das ist ja wie bei meinen Zombies quasi. Da muss sie das auch so machen.
schon wieder halb 12. Ey, ich bin hier gerade mal. Na gut, wir sind schon Level 20, okay. Aber gefühlt spiele ich hier seit einer Stunde. Noch nicht mal, gefühlt eine halbe Stunde. Schon eine halbe Zeit ist schon wieder um hier. Ach ja, ich habe übrigens gestern Dune geguckt. Und ich fand ihn sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Film. Es war wieder so ein richtig geiles Kinoerlebnis. Weil das hat hier wuchtet und hier wämmert da im Kinosaal. Das war so geil. Wenn der, eigentlich war es einfach nur lauter Krach, wenn man es mal irgendwie runterbricht. Aber wenn diese riesigen Maschinen da rattern und man das halt so direkt hört, das war so geil. Diese Bildgewalt. Das war fantastisch. Sehr gefallen, dieser Film. Ich freue mich schon, wenn ich den dann irgendwann kaufen kann. Und dann eins und zwei hintereinander gucke. Das wird gut. Kostet 55 Mana. Ja, man muss es auch nicht übertreiben, ey. Warum kostet das denn so viel Mana? Gibt's noch Teil 3? Weiß ich jetzt gar nicht. Also es könnte da enden, sagen wir mal so. Aber ich weiß nicht, ob sie weitermachen oder nicht. Ich dachte am Anfang, es wird eine Trilogie, aber irgendwie scheinbar nicht, ne? Also man könnte halt noch weitermachen und man könnte da aber auch aufhören. Das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie da die Pläne sind. Aber ich werde mir dann erstmal das zweite Dune-Buch holen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Falls doch kein Film oder irgendwas mehr kommt. Das wird hundertprozentig noch weiter ausgeschlachtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so liegen gelassen wird. Selbst wenn es keinen Film gibt, gibt es irgendwas anderes. Schau aus wie ein Gärtner mit diesem Messer. Lila Messer? Was kennst du denn für Gärtner? Treppen kann er nicht. Treppen kann er einfach nicht. Boss? Ja. So, was gibt's hier? Increased Void Damage, 7%. Noch ein bisschen Leech. Was ist denn das hier für Leech? Ist einfach nur generell Leech, okay. Was soll ich hier machen? Ne, das brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir diesen Skill so generell. Also zumindest hat er jetzt nicht irgendwas, wo ich denke, dass... Wobei, hier könnte ich mich defensiv stärken. Warte mal, hier ist Bleed. Hier konnte man auch was machen mit Bleed, ne? Bleed ist Time Rot. Ja, vom All-Source. Das heißt, wenn ich hier ein bisschen Bleed mache. Könnte man das so spielen. Das
Vielleicht auch mal eine Idee. Lass mal probieren. Lass das doch einfach mal probieren. Ich spiele ja gerade FF7 und was da alles dazukommt im zweiten Teil. Man wird ja schon wieder erschlagen. Ja, der zweite ist halt so ein Open-World krasses Riesengame. Und auch das Kampfsystem wurde ja nochmal verfeinert und gemacht. Nochmal mit mehr Optionen. Die viele davon nutze ich gar nicht. Ich spiele das quasi so wie das Remake. Moin, Eude. Wie war's, Kino? Habe ich gerade eben tatsächlich schon gesagt. Sorry. Mein Gott, ich bin heute aber auch müde. Ich fand's sehr geil. War ein richtig geiles Kinoerlebnis. So geil, dass ich fast schon denke, nochmal hinzugehen. Vielleicht ist da irgendwann in den nächsten 3 Wochen hier Film der Woche oder so, wo es nochmal vergünstigt ist. Dann würde ich mir sogar nochmal im Kino geben, weil ich es so geil fand. Natürlich wurde der Kinofilm mit Pause gemacht. Ich hasse das. Mittendrin einfach so 20 Minuten Pause. Furchtbar. So was? Achso, mal. Na. Ich sitze dann da und denke mir so, ja, und jetzt? Bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das wär's jetzt. Kann ich auch noch ins Kino gehen? Die Karten kosten ja keine 12 Euro mehr, sondern 24. Ne, ich hab mit Vorverkaufsgebühr aber 14,90 bezahlt oder so. Ja. Oder 14,30. Ich glaube 13 Euro kostet die Karte und dann Vorverkaufsgebühr, wenn du dir das online bestellst. Nochmal 10% obendrauf. Ich glaube, so war das. Von daher ist nicht 12 ist schon eher. Sei denn, du willst noch Popcorn haben. Hack dich, dann wird's teuer. Moin, Eso. Lohnt es sich, in das E-Box-Set-Gegenstände zu sammeln? Ja, zum Leveln kann man die schon nutzen. Später dann eher nicht mehr so. Euro brauchst du schon mit allem drum und dran? Alleine? Wo wohnst du denn? Das ist mir so teuer. Ich habe jetzt 2 Elden Ring Shots und weiß nicht, welchen ich spielen will. Sag mal, Eso, du bist aber auch entscheidungsschwach die letzten Tage. Lohnt sich das Game? Ja. Auf jeden Fall. Für die 35 Euro auf jeden Fall.
Nur doch mal, ich nehme hier oben noch ein bisschen was mit. Leben und Resistenzen. Daran kann man nicht immer haben. Punkte. Das ist noch mehr Mana. So. Jetzt können wir zurück. Das habe ich denn hier noch nicht abgegeben. Deshalb frage ich, weil ich von dir für maßlos enttäuscht wurde. Was erwartest du denn an so einem, von so einem Spiel? Was sind denn deine Erwartungen so? Kuri, der von Follow. Was soll das Spiel für dich bieten? Spiel, Spaß und Schokolade. Oh, Schokolade weiß ich nicht. Gibt's denn das E-Book Schokolade? Ich möchte an der Stelle nochmal hinweisen, Akito, falls du es dir holen willst, gerne über meinen Nexus-Shop. Dann würde ich nämlich noch was von abkriegen. Das wäre super, falls du es dir holen willst. Dann würde ich jetzt hier komplett überzeugt haben mit unserer ausgiebigen Bewertung des Spiels. Bier gibt's, das stimmt. Es gibt Bier in Last Epoch. Wenn das kein Kaufgrund ist, dann weiß ich aber auch nicht. Dass es dauernd Spaß macht, aber auch herausfordernd und keinen stundenlangen Map durchforsten. Was meinst du mit Map durchforsten? Weil das ist am Ende des Tages ja immer in ARPGs so. Oder meinst du damit was anderes als ich? Leere Open Worlds. Nee, also die Monsterdichte in das E-Book ist jetzt nicht ultra krass, vor allem hier beim Leveln, das siehst du ja schon. Die wird aber hinten raus besser. Kann ich mal gucken, ob wir irgendwelche neuen Sachen haben? Aber nö, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Abyssal Echoes. A Nova that echoes from up to 8 enemies in region applies Abyssal Decay. Okay. Auch wieder interessant hier. Ne, Conversion wollen wir nicht.
sieht jetzt nicht so aus, als würde ich das unbedingt brauchen wollen hier. Auf den ersten Blick. Hat dir das Spiel eine Möglichkeit, die Story of Twinks zu skippen? Teilweise. Du kannst bei deinem zweiten, dritten Charakter die Dungeons machen, statt bestimmte Story-Aspekte. Aber ich glaube, so ein paar Nebenquests musst du dann trotzdem machen, weil du dann noch Götzenplätze brauchst und ein paar Punkte, die du dadurch kriegst. Halte ich das aus? Ja. Haben wir hier nichts. Nö, Ossi, warum soll ich das tun? Ich will ja Spaß mit dem Spiel haben. So, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Ach ja, hier. Ich erinnere mich. Schaffen muss man die Dungeons auch noch, natürlich. Selbstverständlich. Aber dann sollte man sich halt Leveling Gear anziehen. Jetzt bin ich da wieder rein. Ich habe mich verklickt. No. Komme ich wieder zurück? Direkt oder muss ich jetzt wieder einen Wegpunkt nehmen? Wieso ist jetzt hier aber auch eine. Nochmal zurück hier. Ja, das, also man verklickt sich echt häufig. Dieses Hin- und Herwechseln beim Zonenwechsel, das stimmt. Das passiert mir nicht zum ersten Mal hier. Könnte sein, manche sehen das als ultimative Herausforderung. Ich will dieses Spiel nicht spielen, weil ich Herausforderungen suche. Ich will dieses Spiel spielen, weil ich sehr viele Monster in verschiedenen Arten und Weisen metzeln will. Das ist mein Begehren bei diesem Spiel. Wie lange hast du gebraucht, um deinen ersten Shot durch die Story zu haben? Das weiß ich nicht mehr, das ist zu lange her. Ich glaube, mit meinem jetzigen Starterbild hier zur Cycle waren es, glaube ich, so 8 Stunden oder so. Zurück zum Friseur. Vom Friseur. Oh. Ich muss doch bald mal wieder. Das oben wird immer länger. Man sieht ja schon, wie das hier so fluselt. Schon eine Bildentscheidung gefallen. Na, wir spielen jetzt erstmal mit Erasing Strike. Das ist eigentlich ganz lustig. Aber mehr weiß ich auch noch nicht. Aber Void Knight, Erasing Strike ist es jetzt erstmal. Mal gucken, was es so kann. Moin, Demi. Ich grüße dich. Gerade Fusseln auf dem Kopf. Ja. Wahrlich.
Der hat gerade meinen Erasing Strike gedodged. Ich glaube, wo es geht los. Also das ist ja jetzt wo. Die trauen sich ja was. Wenn ich mit mehreren Chars Circle of Fortune gewählt habe, kann ich dann mit einem neuen auch den Bazaar auswählen oder geht das dann account-weit? Nö, du kannst mit jedem Char auswählen, wo der hin soll. Aber du musst dann halt von, mit dem halt von vorne anfangen beim Bazaar. Ne, weil du hast ihn bislang noch nicht gelevelt. Würde man verlieren, wenn man generell wechselt? Du verlierst gar nichts. Dein Rang bleibt bestehen. In dieser jeweiligen Fraktion. Also wenn du jetzt, angenommen hast ein Charakter, du hast mit dem jetzt Circle of Fortune gespielt auf Rang 10, hast alles frei gemacht. Du wechselst jetzt mit diesem Charakter in die Gilde. Musst da nochmal von 0 anfangen, merkst dann, ach, alles zu blöd, ich wechsle wieder zurück, dann bist du da wieder bei 10. Das geht nicht verloren. Das Einzige, was du halt bedenken musst, ist, dass deine Ausrüstung getaggt ist, wenn du jetzt sehr viel Circle gespielt hast. Das heißt, die meiste Ausrüstung, die du wohl gefunden hast, wenn du Circle spielst, ist getaggt und kannst du deswegen nur anziehen, wenn du auch im Circle bist. Das macht das Wechseln halt sehr schwer. Favor geht auf nur. Ja, das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht das Problem. Mein erstes Mal in dem Genre, sind Resistenzen wirklich so wichtig? Später auf jeden Fall, ja. Jetzt am Anfang noch nicht, ich habe auch nichts. Aber je weiter du kommst, desto wichtiger werden sie. Der hat einen Erasing Strike ausgehalten. Ich komme nur nicht weg. Wenn du Level 88 hättest, von jeder Unaufmerksamkeit in den Level 100 Monolithen one-shottet, ja, wenn du keine Resistenzen hast, dann auf jeden Fall, ja. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Okay. Noch mehr Void Damage. Immer her damit. Ich will noch ein bisschen mehr Cooldown Recovery Speed hier haben. Und im Hunter, der braucht keine Rätsel, der ja alles dodgen kann. Ich habe auch gute Erfahrungen mit dem Dodgen gemacht, tatsächlich. Alles hat, jede Klasse hat gute Builds.
Jede Klasse hat gute Builds. Ach, jetzt haben wir auch Voidcleave, merke ich gerade. Warum gucken wir uns das nicht mal an? Was machen die mit Voidcleave? Mit Voidcleave war das hier mit auf jeden Fall kritisch, ne? Hast du hier irgendwas mit Bleed? Das ist ja aber nicht per Bleed Chance. Wie sieht denn das aus hier? Zeig mal. Zeig mal Voidcleave. Vamos. Ja. Das hat auch einen Cooldown. Oh, warum hat denn hier alles einen Cooldown? Can be echoed by Void Knights. Na, weiß ich jetzt nicht. Nee, dann nehmen wir das nicht. Hab Gefühl, jetzt alles gespielt. Wird Zeit, mal den Marksman anzufangen, den ich eigentlich von Anfang an spielen wollte. Ja, man kommt immer nie dazu, ne? Weil man sich denkt, ach komm, ich spiel's einmal noch kurz das und dann mache ich das. Ich spiele dem Hunter so, entweder ich one-hit oder ich werde one-hitted. Bis jetzt komme ich gut damit klar und es macht mega Spaß. Naja, ist quasi die PoE-Herangehensweise. Gibt es eine Möglichkeit, sich die Minions woanders anzeigen zu lassen, außer links oben? Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Das hat natürlich jetzt nicht getroffen. Das war klar. Können ja mal Ausrüstung wieder verbessern, hä? Haben wir schon lange nicht mehr gemacht hier. Ne, Physical machen wir jetzt nicht mehr, merke ich gerade. 17 ja sonst noch so. Void Damage. Spell Void Damage, okay. Gib mir einfach Vitality. Passt schon. Ich würde Level 25 sein hier. Blood Warlock ist auch sehr zu empfehlen. Macht 10 von 10 Spaß. Generell ist Warlock einfach geil. Also jetzt unabhängig von dem 150.000 Ward Bug. Oder Intentional Use, whatever. Aber auch so ist das einfach spaßig. Im Bademantel? Ja, muss, Sigmundus, das muss so.
Ich habe den Campaign-Skip nach Akt 9 gemacht und jetzt fehlt mir ein Idle-Slot, aber ich habe keine Nebenquests mehr, die mir einen gibt. Wo finde ich jetzt eine? Also vielleicht musst du erstmal noch welche annehmen. Muss man vielleicht in den größeren Städten gucken. Vielleicht gibt es da noch welche, die du erst annehmen musst, dass die angezeigt werden. Ich kenne den Bug nicht, es geht auch ohne. Ja, ich habe ja auch ohne gespielt, das war wunderbar. Was hat es mit der Bundesstabilität auf sich? Ich habe hier so eine komische Sache, wo ich von Insel zu Insel muss, anscheinend. Hast du dir mein Endgame-Video schon mal angeguckt, Kanava? Da erkläre ich so ein bisschen, was los ist im Endgame. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn du einfach das Video anguckst. Ach so, ist das der in der Mitte? Ist das der hier, der fehlt? Stimmt. Dann. Der geht doch nicht weg, falls das der in der Mitte ist. Das muss so, dass das in der Mitte geschlossen ist. Ich hasse dieses Gebiet hier. Hexenmeister auf Level 100 hat mega Bock gemacht. Ab morgen geht's weiter mit dem Runenmeister. Oh, damit viel Spaß. Moin, oh, so bei. Ja, nee, alles drauf, wir kommen jetzt noch. 70 Fire Resistance. Okay. Das nehmen wir natürlich mal so mit. Das nehmen wir ruhig mal so mit. Falsche Taste. Hat da wohl einer ein bisschen OP-Equipment? Na, wir haben ein gutes Schwert, ja. Wir haben eins gutes Schwert. Die Sanctum Fortress ist so undankbar. Oh, hat es bei dir nicht funktioniert oder was? Hast du nicht das bekommen, was du wolltest? Das ist natürlich schade. Es tut mir leid, das zu hören. Oh, Bleed Chance pro Stack 5%. So viel stacken wir doch ja auch nicht. Naja, mal gucken, ob wir das mitnehmen mit dem Bleed. So, was ist denn hier? Warte mal. Ich hätte drei gute Werte auf dem Ring. Ich krieg den vierten Stat. Oh, ist das anstrengend. Aber ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich hatte mal bei meinem Gletscher-Mage, hatte ich auch. Also, ich hatte eigentlich gute Werte auf allem, aber ich wollte eigentlich einen, wollte ich unbedingt dabei haben. Aber der kam natürlich auch nicht. Der eine, den ich unbedingt wollte, der kam da nicht drauf. Und ich hatte drei LP. Ich hatte drei LP. Und der eine, den ich wollte, der kam nicht drauf. Naja. Kurze Pinkelpause, Leute. Bin gleich wieder da.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind. Heute kein Online-Seminar, sondern eine Art, ja, Notfallsitzung. Denn obwohl hier alles immer so schön scheint, obwohl hier wirklich Eierkuchen regnen, der liebe Koi steckt in einer, nun, Finanzkrise. Und das schon seit mehreren Jahren. Seit 3 Dekaden finanziere ich den Bums hier, aber damit muss halt auch irgendwann mal Schluss sein. Deswegen mein Appell heute an Sie, vielleicht einfach mal folgen, vielleicht einfach mal mehr zuschauen oder wenn Sie investmenthungrig sind, dann gerne mal ein Abonnement abschließen. Je nach Risikoprofil gibt es dort 3 verschiedene Stufen, aus denen Sie auswählen können, wenn Sie denn wollen, auf dass der liebe Koi wieder aus der Patsche kommt. Damit verbleibe ich hiermit und sage vielen Dank, toi, toi, toi. Ach ja, BWL-Koi-Tipp Nummer 8. Der Weg zu vielen Euros und Cents ist gepflastert mit Effizienz. Vielen Dank. So, geht weiter. 3 LP-Bogen, 500% Chance, den T7-Bot nicht zu treffen, 5 Versuche nicht getroffen, Wahrscheinlichkeit dafür 0,1%. ESO hat uns alle getoppt einfach. ESO hat uns alle getoppt. Wir machen heute übrigens nicht so lange, nur noch so bis 13 Uhr ungefähr. Ich muss noch ein bisschen aufräumen, ich kriege heute Abend ja wieder Besuch. Heute Abend, also heute ist ja Bobby-Tag eigentlich, deswegen kriege ich noch Besuch. Und ich muss noch ein bisschen aufräumen, Leute, hier sieht's aus, wenn ihr wüsstet, wie ich lebe, dann würdet ihr hier nicht mehr zugucken. So ein Schmutzfink. Immer wenn du weg bist, kommt so ein BWL-Fuzzi, ja, das sind die Bots, was soll ich machen? Ich kann das nicht, sonst. Das ist meine Idee für ein Foto. Oh, ich drücke mal die Pfeile. Drücke ich mir jetzt mal Q, wenn ich mich bewegen will? Gibt eine Klasse, die extrem stark und extrem leicht zu spielen ist für Boomer? Warlock, die Hexenmeisterin.
Hast du gut im Kino geschlafen oder war der Film spannend? Der Film war spannend, Blub. Ich grüße dich. Ich habe den Film sehr genossen. Ich habe den ersten auch noch offen. Oh, geil. Das normale Leben, ohne dass man weiß, was auf ihn zukommt. Ich glaube, er hat das Popcorn mehr genossen. Ich habe mir kein Popcorn geholt. Popcorn ist mir zu teuer, das hole ich mir nicht. Ziehen wir jetzt auf den Sack. After eons alone. What? Ich kann keine Skillpunkte verteilen. Weiß jemand warum? Du musst erst ein bestimmtes Level werden, ne, um die Dinger hier oben freizuspielen. Wenn du noch Level 1 bist, dann geht das noch nicht. Keine Nicknacks reingeschmuggelt? Nee, das Problem ist, wenn ich esse, höre ich mich selber essen zu sehr. Dann kann ich mich nicht auf den Film konzentrieren. Ich esse nicht gerne im Kino. Was ist denn das jetzt hier? Furchtbar. Die kann ich, aber nichts bei Hexenmeister. Hast du schon die Meisterschaft gewählt? Du musst ja erstmal Level in der Story so weit kommen, dass du die Meisterschaft wählst, bis du hier bist. Hier wählst du deine Meisterschaft aus. Das kommt erst noch, wenn du jetzt wirklich Level 1 noch bist. Du kannst es nicht von Anfang an machen. Moin, Schizophren. Stimmt, und du brauchst 20 Punkte im Basis-Stream. Ja, du musst 20 Punkte in deinem normalen haben, damit du dann weitermachen kannst. Du brauchst 20 Punkte in dem normalen Baum. Gut, haben wir geklärt. Keine Nicknacks reingeschmuggelt. Ich liebe zwar Nicknacks, aber nicht im Kino. Aber irgendwie muss ich sagen, Midi macht bislang nicht so viel Spaß, bin ich ehrlich. Das fühlt sich nicht so befriedigend an, selbst mit diesem Skill. Wenn dann immer nur so drei übrig bleiben, das ist irgendwie extrem nervig. Hier fehlt mir das befriedigende Gefühl irgendwie.
Vielleicht kommt das noch, aber Stand jetzt macht's so halb Spaß. Was hast du denn für Wert auf dein Schwert gefusioniert? Ich habe noch gar nichts gemacht. Das Schwert ist so, wie es ist. Da ist nichts extra drauf. Ist der Necromancer schwer? Nö, ich habe auch einen Starter-Guide für Necromancer. Ich habe einen Feuer-Necromancer-Guide gemacht auf YouTube. Kannst du dir gerne anschauen. Wenn das Vorbild Pure Evil ist, das doch klar. Ja, man hätte es sich denken können. Mili fühlt sich an wie ein Minenarbeiter auf der Flucht. Und bei diesem Skill auf jeden Fall, wie ich immer von oben drauf hämmere. Das meine ich hier. Das Sauer ist eigentlich schon geil, aber wenn dann hier noch irgendwie 5 übrig bleiben immer, da fehlt die Befriedigung beim Hämmern. Da fehlt einfach die Befriedigung. Jetzt nicht weiter. Jetzt will ich immer eh dringend für die Teleportation, aber das macht natürlich auch wenig Sinn. Schon plus 1 Multi-Strike. Hat doch mehr Armor. Das ist natürlich das Letzte, was noch übrig geblieben ist. Ne? Schade, ich dachte, wir hätten es noch gekriegt. Hätte ja sein können. Wie viel hebt's denn das hier? 7% increased Void Damage. Das ist gar nicht so schlecht. Die Meisterschaft sozusagen, die Unterklasse, ja. Die wählt man dann aus im Verlauf der Story und dann hat man sie für immer. In meinem Fall zum Beispiel der Void Knight. Wenn ich jetzt Paladin spielen will, geht nicht mehr, muss ich neu anfangen. Geht zuerst hoch. Die müssen definitiv Necro mit Beam nerven. Das ist abnormal. Ich one-shotte alles mit 80.000 bis 130.000. Bisschen langweilig. Wie viele Sachen stark sind wieder? Das ist zum ersten Mal, dass ich mit einem Beam höre.
Ein Amulett. Was haben wir denn da? Ah ja, das, was wir schon haben. Nur besser gerollt. Halt, müssen wir immer nach unten, ne? Ich renne schon viel zu weit vor hier. Völlig falsch. Warte mal, wenn wir jetzt hier wieder. Ja, wir machen das mal so. Ja, kein Unterschied, ob das irgendwelche Speere sind oder Schwerter, die hier den Schaden machen. Ich finde da noch nicht der Unterschied. Das ist mit diesem Helm, ja, okay, gut. Das habe ich doch gehört, dass das stark ist, ja. Das habe ich doch gehört, dass das stark ist. Ludo, der von Follow. Den Helm haben wir, glaube ich, auch. Mit 2 LP oder so. Oder haben wir da nicht irgendwas gefunden? Irgendwas? Ich erinnere mich da an irgendwas. Wie viele Charakter hast du bisher gemacht? Ich glaube 5, 6 so um die Drehe. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wäre jetzt so quasi der 6. Also insgesamt jetzt auch schon vor Release. Ne? Also schon in der Alpha, in Early Access. Nicht jetzt erst seit 1.0. Seit 1.0 ist es jetzt hier der 3., den ich anfange. Aber ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt hier weiterspielen will, ob wir nochmal was anderes spielen wollen. Weil so richtig fühle ich es gerade noch nicht, bin ich ehrlich. So richtig fühle ich es irgendwie nicht. Vielleicht spielen wir nochmal was anderes. Wenn ich die Affixe vom Erhabenen mit dem Einzigartigen verschmelzen will, ja, geht das nur, wenn beide das gleiche sind. Also Bogen und Bogen, ja, richtig. Genau. Es ist dann egal, welche Unterart von Bogen ist, das ist wurscht, aber ein Bogen und ein Bogen muss verbunden werden. Brustrüstung und Brustrüstung, Schwert und Schwert und so weiter. Man muss ja austesten, um zu wissen. Ja, eben. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, wir haben aber auch schon ein krasses Schwert. Ich will nicht wissen, wie das ist, wenn wir nicht so ein Schwert hätten. Ich glaube, dann würde ich es noch weniger feiern. Ja. Aber es ist, irgendwie fehlt mir da, wie gesagt, das befriedigende Gefühl. Irgendwie ist das wie so ein Abarbeiten der Level hier einfach. Dass halt Melee wie Melee eben so ist, da ist man durch PvEs und Non-Melee etwas verwöhnt. Ja, meine, bei PvE ist Melee auch kacke zum Leveln. Also, das ist. Warum ist das immer alles so kacke? Aber die haben ja gesagt, dass die ja zum Release hier, zur 1.0-Version, nochmal Melee das Gefühl überarbeitet haben und so, aber davon merke ich gar nichts. Das fühlt sich genauso an wie vorher auch.
So. Wie viele Stacks? Wir haben ja auch nur 3 Stacks. Ne? Das sind 25. Ach, das ist doch Quatsch. Das ist auch vollkommen Quatsch, was wir hier machen. Das macht doch so überhaupt keinen Sinn. Wir machen jetzt mal den Death-Mission einfach auf Karum. Bei den Death-Missionen? Meinst du Arena-Echos oder was meinst du mit Death-Missionen? Vielleicht kommt das Gefühl noch später, wenn soweit alles geskillt ist. Ja, ich werde den Charakter nicht löschen. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich den jetzt noch morgen oder so nochmal weiterspielen will. Ich werde ihn jetzt nicht direkt löschen, aber ich glaube, ich habe eher auch Bock auf was anderes jetzt doch. Aber ich weiß noch nicht, was so richtig. Ich weiß nur noch nicht so richtig, was. Wellenverteidigung. So nennst du das. Also manchmal ist die Steuerung auch so ein bisschen schwammig noch hier. Manchmal nur so ein kleiner Schwamm. Wie soll ich dich denn hier angreifen, ey? Melee unfreundlich. Ja, einfach so durchkommt. Geil. Einmal die halbe Map geskippt. Stimmt, mal neue Schuhe. Wie sieht's denn damit eigentlich aus? Ich hätte gern aber hier ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, geht doch. Ja, wollte ich doch gar nicht. Jetzt sind wir mal ein bisschen schneller unterwegs auch. Wenigstens ein bisschen. Gibt es irgendwo noch einen Planer zu deinem Nova-Bild? Du kannst ausreichend ein Bild machen. Da kommst du noch zu dem Stand von vorgestern. Aber ich würde es jetzt nicht so empfehlen. Das ist aber der Grund, warum wir heute einen neuen Charakter angefangen haben, weil der mich heute früh wieder ein bisschen gefrustet hat. Ich werde mir nochmal angucken,
Ich werde mir mal andere Runenmeister-Builds angucken und schauen, ob die Gemeinsamkeiten haben, die ich vielleicht vergessen habe. Irgendwelche Aspekte, wo du sagst, das muss dabei sein. Weil so wie er jetzt ist, ist halt auch irgendwie Quatsch. Muss man auch ehrlich mal zugeben, ist halt so wie er jetzt ist, irgendwie ein bisschen Quatsch. Future Strike Chance. Wir können ja auch schon mal Strengths und Health. Ist eigentlich auch okay. Wir nehmen den schon mal mit. Wir können mal ein bisschen auf kritische Treffer gehen. Und das hier können wir eigentlich noch rausnehmen, merke ich gerade. Das ist doch hier Quatsch, das bringt nichts. Das ist hier Käse. So. Dann nehmen wir jetzt hier kritische Treffer mit. Dann geht das hier vorwärts. Leckt das bei euch auch so? Das Spiel jetzt oder was? Oder der Stream? Achso, beim PoE Mini bringt eigentlich sein Range mit, bei den meisten Sachen zumindest, ja. Future Strike klingt wie ein 90er Jahre Film mit Leuten wie Michael Dudikoff, Dolph Lenn. Kenne ich alle nicht. Den kenne ich alle überhaupt nicht. Das ist E-Book natürlich, ja, okay. Gibt's gerade nochmal Server-Hiccups hier oder was? Ist es schon noch soweit? Kennst du die Action Stars der 90er nicht? Nö. Schönes Frostbite. Brauchen wir nicht. Gerade eine Bildungslücke. Ja, Action Stars interessiert mich mein Mobby auch nicht so sehr. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Baustelle. Ich habe Rocky auch nie geguckt. Interessiert mich alles überhaupt gar nicht. 0,0. Bin auch der Meinung, seit 1.1 ist es häufiger am Lecken. Was ist deine Meinung zur Arena-Ladder bei Last Epoch Tools und den Top 3 Warlocks, die 1200 bis 200 Wellen schaffen? Was soll ich dafür eine Meinung zu haben? Meine Meinung ist, dass mich das nicht interessiert. Wraithlord brauche ich irgendwie momentan nicht zu spielen. Irgendwie hat er massive Probleme, anscheinend es zu berechnen seit 1.01. 1.1, ja. Teilweise neben Lags auch Frames unter 10 FPS. Das hatte ich bislang nur im Stream. Also wenn ich es gestreamt habe, dann hatte ich mal so ein paar Frame-Drops. Aber ich glaube, bin ich alleine. Wie privat habe ich jetzt gar nicht gespielt, aber. Sonst hatte ich die, glaube ich, nicht.
Toll spielt offline, was interessiert ihn die Ranks? Ja. Ich habe also ich habe bei diesen Spielen 0,0 Competition verlangt. Damage. Da ist Void Damage drauf auf diesem Ring. Nimm doch bitte diesen Ring. Ja, den können wir sowieso mal nehmen. Dann können wir das hier mal wegnehmen. Hallo. Ach komm, das ist doch mal alles Käse hier. Das ist schon wieder alles Käse. Das sind nicht Jewels. Noch nicht. Mhm. Jetzt geht's hier um Actionfilme der 90er oder was? Da haben wir aber doch ein Thema aufgemacht, bei dem ich nicht mitreden kann. Mein Actionheld der Kindheit war Jet Li. Seine Filme habe ich mir gerne angeguckt. Das war aber, glaube ich, Early 2000, das war nicht 90er. Bist du Belgier? Redest du jetzt mit mir? Ich will jetzt nicht mehr, mit wem ihr redet, Leute. Ich rede am besten einfach nicht mehr mit euch. Kommt sowieso nur Spall rum. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch machen. Oh, ich darf wieder nicht gucken, weil ich wieder angegriffen werde. Geben wir, glaube ich, ganz schnell Mana-Probleme, wenn wir das machen. Was waren jetzt hier sonst noch? Melee Area. Time Rod. Ach nee, Crit Chance noch hier oben. Das wollten wir doch machen. Wir warten doch schon einen Weg. Wir hatten doch schon einen Weg. Rese mit mir ist auch ein Zitat. Offensichtlich ist alles irgendwo schon mal gesagt worden. Die Travel Skills in Städten sollten die langsam mal erlauben. Ich glaube, wenn du offline spielst, kannst du die nutzen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Oder? Vielleicht doch nicht. Ich glaube doch. Also beim Ende der Zeit, glaube ich, wenn ich online spiele, kann ich keine Skills nutzen. Aber wenn ich offline spiele, kann ich das Skills nutzen. Offline kannst du Skills und Cities nutzen. Siehst du, ich wusste es doch. Das kommt mir so bekannt vor. Das ist ja noch ein Vorteil von offline. Den müssen wir nicht mit hinschreiben.
Alles vor PoE scheint die Zeit vor Koi zu sein. Ich weiß nicht, wovon ihr redet und was überhaupt los ist bei euch. Moin Midera, was geht ab? An diesem doch sehr verregneten Dienstag. Zumindest bei mir ist ja alles nass und grau draußen. Kriege ich schlechte Laune. Hier auf dem Schiff regnet es auch. Ist doch furchtbar. Also es ist kein Schiff, aber ihr wisst, was ich meine. Bald ist das ein Schiff. Ist das ein Schiff? Ist ja auch egal, auf jeden Fall regnet es. Das stört mich. In Hamburg scheint die Sonne. Da muss ich wohl da mal hin. Arbeit leid, aber hier scheint die Sonne. Ja, das ist aber auch nicht geil. Wenn die Sonne scheint und du bist auf Arbeit, ist ja auch nervig. Auf dem Schiff shifts. Endlich mal ein guter Beitrag von dir, Blub. Erstes Wort von Köl war auch PoE. Die Eltern nur Pö verstanden. Ich war mit der Hydra echt verwöhnt, jetzt wo ich Necro zock. Vielleicht baue ich auch um auf diesen Hydra Rune Master. Wenn alle sagen, dass das so geil ist, dann muss ich das wohl auch mal spielen. Was wird das für ein Bild? Keine Ahnung. Wir spielen einfach mal Void Knight. Ohne Ziel, ohne Sinn. Heute mal kein Mage. Nee, der Mage hat mich frustriert. Ein Rumgehacke den ganzen Tag. Wie in der Mine. Du sagst es. Wie ist es eigentlich mit dem Verschmelzen und Exalted, die eine Klasse haben? Geht das mit der Klasse? Klar. Hauptsache es ist eine dieselbe Art. Brustrüstung, Waffe, was auch immer. Was das für eine. Was ansonsten noch ist, ist egal. Du hast natürlich dann, wenn du so einen bestimmten Mage-Affix drauf hast, ist es glaube ich dann. Ne? Auch nur für Mage, aber. Du kannst es verschmelzen. Ist ja nicht die Gift-Ecke hier, wo alles so giftig war, da kommt ja später noch. Weil das Level mit Necro ist ein bisschen anstrengend. Ich habe meinen Necro als Feuer-Necro gelevelt und das war übel geil. Das hat sehr gut funktioniert.
Ab und zu sind die Minions bei Bossen gestorben, aber das war jetzt nicht ultra das Problem. Ich mach gerade Falkner mit Fire Acid Flask. Ja. Schon Falkner müssten wir immer noch spielen. Och! So viel zu tun. Und irgendwie, vielleicht sollte ich mich mal auf Builds konzentrieren, wo ich weiß, dass sie funktionieren. Erstmal. Und nicht immer so einfach drauf losspielen und dann sich beschweren. Ah, hier ist Gift-Time. Hier ist Gift-Time. Es geht wieder los. Es geht wieder los! Vielleicht findest du euch auch das Meta-Bild für die Klasse. Wenn ich Meta-Bild suche, dann kann ich einfach noch auf YouTube gucken, oder? Wie meinst du das jetzt? Oder meinst du einen neuen Meta-Bild? Weil ich hier Sachen rumprobiere und dann kommt man plötzlich auf neue Gedanken. Eine Kombi, die noch keiner hatte. Ja. Das ist sehr schwer. Aber es ist natürlich nicht unmöglich. Aber ich glaube, da fehlt mir noch so ein bisschen die Erfahrung im Spiel, dass ich das einfach so aus dem Nichts komplett bastelt hier so ein Bild aufbauen kann. Level 33. Was ist denn das jetzt hier? Da wäre noch ein bisschen Platz eigentlich, ne? Bei den Götzen. So. Und so. Ja, wenn ich Falkner spiele, dann auch mit dieser Bombe, mit dieser Dive-Bomb. Aber es ist halt auch wieder Cooldown, ne? Ich hasse Cooldown-Skills eigentlich. Ich mag Cooldown-Skills nicht. Warum ist hier so viel mit Cooldown in diesem Spiel? So 3 Sekunden, ja, man kann ja auch, das Problem ist immer, wenn man sich so ein Skill anguckt und da steht jetzt erstmal so 5 Sekunden Cooldown, denke ich mir so, boah, aber du kannst ja diesen Skill dann erstmal so verändern, dass dann wahrscheinlich kein Cooldown mehr ist und so, und jedes Mal musst du ja eigentlich erstmal in den Baum gucken, dir anzugucken, was hat man da so für Möglichkeiten. Das ist auch so ein bisschen anstrengend. Aber das meine ich halt mit Erfahrung. Wenn ich dann irgendwann so die Erfahrung habe und halt die meisten oder einige Skills kenne und so, dann ist das einfacher. Aber jetzt ist halt immer so, ich muss mir erstmal den kompletten Baum angucken und dann, ja, keine Ahnung, ich probiere jetzt mal das. CDR fehlt hier als Chart. Es gibt doch aber Konami Kawabi. Gibt's doch. Man eigentlich 2 DPS-Bomben, okay. Naja, auf Schuhen zum Beispiel kannst du easy Cooldown Recovery Rate draufkriegen. Das weiß ich dann doch schon.
Moin, Lord. Was geht? Ja, diese Necromancer, die sind so nervig. So, jetzt hatten wir das. Ich glaube, ich nehme hier noch ein bisschen was mit. Für den Anfang. Jetzt sind wir schon weiter, ne? Warte mal, ist das das richtig? Ach ja, nee, das ist ja. Da steht ja nur jemand. Ich denke jedes Mal, dass es hier weitergeht, irgendwie so eine Tür, aber da steht ja nur jemand da oben. Und daher ist man ja richtig. Eigentlich kann ich mich total selber ausprobieren, oder? Ja, absolut. Außer die Meisterschaft kannst du alles zurücksetzen. Ich noch ein bisschen mehr Increased Critical Strike Chance, das wäre super. Minus 3 Medi-Attack-Mana-Kosten. Haben wir ja sowieso nicht. Haben wir doch eh nicht. Wir können hier immer noch was drauf machen. Oh, guck mal, was wir hier alles kriegen. Nur du hast so die Skills dann neu leveln musst, aber du hast ja dann irgendwann auch ein Mindestlevel und das geht übel schnell, die Skills wieder hochzuleveln. Das ist wirklich gar kein Problem. Macht deine aktuelle Klasse Spaß? Es geht so. Hätte mir mehr Spaß vorgestellt. Ist aber auch nicht übel schlimm. Wie ist denn das Level mit dem Falkener? Klatscht das auch schon direkt so beim Leveln? Ist das so von Anfang bis Ende overpowered? Ich habe irgendwie jetzt Bock, wo ich will eigentlich nicht mehr nachdenken. Ich habe irgendwie gerade keinen Bock nachzudenken. Ich will einfach nur, dass alles weggebombt wird. So ein bisschen wie das bei dem Warlock war. Da wurde auch einfach alles weggebombt. Das meint die meiste Zeit zumindest. Nein, ich habe mit Minen gespielt, das geht schon. Der Anfang ist crap, Falkner geht ab. Ah, mit eurem Schrödingers Chat hier.
Da wurde er aber jetzt weggebombt plötzlich. Skill Specialization. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles mit reinnehmen will, ehrlich gesagt. Muss ich mir so viele Sachen überlegen hier. Von mir aus dann sind noch. Das lassen wir erstmal weg, das andere. So, jetzt haben wir hier Time Rod. Aber eigentlich machen wir, naja, wo. Oh. Okay, das ist gut, das nehmen wir mal mit. Das ist doch ganz nett. Moin Mumpitz. Moin Endboss. Moin Kriebsch. Kommen sie plötzlich alle. Multishot ist krank. Ist Multishot immer noch, Multishot noch so, wie es war mit diesen unfassbar vielen Projektilen? Oder wurde das genervt? Oder gemacht? Wir haben noch, noch keinen Platz dafür hier. Mach mal Platz hier mit den Götzen. Ich bin beim letzten Portal vor Lager und habe gerade zweimal den ersten Monit gemacht, leider nicht das XP-Blessing erhalten und bin noch Deathless. Also du spielst Hardcore oder was, Lord? Nice. Mit 30 habe ich solo schon die Monolithen gemacht. Falkner geht ab, okay. Shadow Dagger, Falkner, Beste. Dein Runma sieht aber komisch aus. Das ist richtig, Endboss. Ich kam mir nur als Anhängsel des Falken vor. Mit Wattebäuschen werfen und warten auf den Kuhn, das Falken, aber dann. Okay, aufgehen bei 37. Mhm. Du hörst dich 1:1 an wie mein ehemaliger Allianzleader von EVE Online. Das bin auf jeden Fall nicht ich, das kann ich dir sagen. Hat man im Offline eine geteilte Truhe? Wenn du alle Offline-Charaktere im Softcore spielst, ja. Im Cycle, ja. Moin, Katarix. Die Community ist es Käuserreich. Und hier hat jeder seinen eigenen Namen, jeder seinen eigenen Ausweis. Wir sind alle nur Bewohner des Käuserreichs. Bevölkerungsteilnehmer. Explosive Ballisten machen auch Spaß, ja. Ich nehme jetzt mal so einen neuen Gürtel. Gib mir mal hier was. Was ist denn hier? Void Damage? Nehmen wir. Ich habe meinen explodierenden Pfeil auf Nahkampf mit dem Dolch gebaut, falls du den hast. Habe ich 4 Stunden Kampagne durchgehabt. Okay, ich sehe schon wieder. Jeder hat was anderes gespielt und jeder sagt, es ist übel geil gewesen. Warlock fühlt sich einfach nur gut an. Ja, Warlock war. Das war wirklich schon das sehr angenehmste Leveln von mir, was ich bislang hatte. Lebensverlängerte Maßnahmen, Subs müssen ja auch entrichtet werden. Katarix ja einfach am Werbung machen. Ist Meteor Mage gut im Spiel? Wollte ich auch noch ausprobieren. Jetzt hätte immer die Frage, wie krass die Ausrüstung dafür ist und was du dafür alles brauchst und bla bla bla. Man kann ja alles krass machen, so weißt du.
gibt auf jeden Fall so bestimmte Meteor-Gegenstände, die damit rumspielen. Mit Meteor. So ein Gürtel zum Beispiel. Es gibt viele Sachen, die damit. Es gibt auch ein Set, was mit Meteor macht. Gibt auch ein Set. Das macht dann, glaube ich, Meteor zu Blitzschaden oder so, das Set, habe ich gesehen. Runenmeister ist geil zum Trash-Clearen, aber ein Mana-Fresser und gegen Boss halt echt so meh. Kann das jemand bestätigen? Wahrscheinlich kommt es darauf an, was für eine Rune man genau nimmt, ne? Hat für einen Plan, ob beim Falkentree, ja, plus 1. Ah, ist wirklich so, ja? Dass der Runenmaster generell bei Bossen eher schlechter dargestellt, dasteht? Okay, dann muss ich ja eigentlich bei meinem Bild nur noch die Defensive fixen. Das gibt mir gerade wieder ein bisschen Hoffnung. Da muss ich mir nur noch angucken, was man defensiv noch mehr machen kann. Als Runenmeister. Also ja, ich weiß Ward generieren, aber das mache ich eigentlich schon, aber offensichtlich nicht genug. Und das Problem ist bei mir, dann habe ich 3000 Ward, das ist aber mit einem Schlag weg. Und dann kriege ich nochmal 3000 Ward irgendwie, weil ich dann ständig angeschossen werde. Darfst du den Runenmaster halt nicht mit der Auto-Kombo spielen, sondern je nach Bedarf die Attacken kombinieren. Ja, aber das ist ja übel anstrengend. Der Hydra-Runenmaster ist auch bei Bossen ganz gut. Sobald man auf Death geht, wird die oft kleiner. Ja, ich weiß. Das ist das Problem. Wie spielt sich denn der Druide? Es gibt auch verschiedene Builds, die ganz geil sind. Ich habe so ein Slam-Build gespielt. Der war eigentlich auch nice. Hat auch so Cooldown-mäßig gehabt, weil wir alle auf 5 Sekunden 4 Damage gemacht haben. Aber das war wiederum ein bisschen spaßiger, muss ich sagen. Aber ja, habe ich jetzt auch noch nicht fertig gemacht. Niemand will vor jeder Trash-Gruppe den Konami-Code eingeben. Nice. Beastmaster ist geil, ich spiele meine Full Summons. Full Summons? So, warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, wir machen an der Stelle mal Schluss. Dann kann ich mir vielleicht noch was essen, noch mal ein bisschen aufräumen hier. Und dann gucke ich mir noch mal Runenmeister an. Was man da so machen kann. Ich hoffe, euch hat trotzdem gefallen, auch wenn ich heute irgendwie, vor allem heute früh, so ein bisschen mürrisch war. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Aber morgen wird es bestimmt besser, Leute. Morgen wird es bestimmt besser. Viel Spaß beim Aufräumen. Dankeschön. Schamane mit Tulims und Lawine als Killer ist übelst entspannt. Es werden immer 70.000 verschiedene Builds genannt. Das ist so lustig. Das ist so lustig. So ein Tag hat jeder mal. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie war komisch. Ich wollte halt einfach nur hier rumsitzen und halt so ein bisschen Monster schnetzeln. Und wenn ihr das Spiel dann immer so irgendwelche so Probleme in den Weg legt, denkst du so, hau ab mit dem Problem jetzt. Ich will einfach nur Brain AFK Noven. Naja. Passt schon, Leute. Ich wünsche euch was. Mal gucken, ob man diesen Bild...